Einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag und einen schönen guten Nachmittag. Langer Tag war bei uns jetzt schon. Obwohl, es gibt jetzt leider nur, unter Anführungszeichen, ein Video, weil wir machen jetzt nur noch die Bike-Abschlusspräsentation. Das heißt, diese Kondos, was wir von letztes Jahr gehabt haben, sind wir jetzt ungefähr ein Jahr lang gefahren. In den Jahren sind die überhaupt nicht geschont worden. Und es hat keine Veränderungen gegeben, also keine wesentlichen Veränderungen. Das heißt, wir haben jetzt natürlich keine Gabel verändert, keine Laufradl verändert, nur natürlich Waffen und so Geschichten, aber nichts Wesentliches. Ich habe mir letztes Jahr das 29er genommen, das 329, das ist unter Anführungszeichen Einsteigermodell. Technische Spezifikationen findet man überall. Was da ist eine 34er Gabel oben. Nein, bleib kurz hinten bleiben, ich sag das auch schon. Ist eine 34er Gabel oben. Hat man natürlich bergauf Vorteile, ist mir jetzt ganz gut gefallen, weil es nicht so vom Gewicht ist und nur 150 mm hat. Das heißt, man hat ohne Absenken oder ohne Niederspannen das Rad treten können. Bergab hat man es ein bisschen gespürt, dass es natürlich ein bisschen weicher ist wie ein 36er oder 38er. Aber ich bin super zurechtgekommen. Sperrbar war die ebenso, Dämpfer ebenso sperrbar, ist auch original geblieben. Schaltung war die 12-fach oben oder ist immer nur die 12-fach oben. SRAM, gegangen wir an, das ist jetzt unter Anführungszeichen auch nur die SX. Nie Probleme gehabt, absolut nichts. Felgen, Norm Shimano, also Low Budget, einwandfrei gelaufen. Das Felgenbett selber, sind diese Rudy Felgen, 30er, auch einwandfrei. Haben schon ein bisschen was angekriegt. Und nie Probleme gehabt, ein paar Spachen habe ich bis jetzt verloren. Das ist echt der Wahnsinn, den wir wieder einzogen. Und zur Bremsanlage ist die Shimano Diore oben, ebenso eine 4-Kolben Anlage, auch original. Habe nichts verändert, außer von Eisdeckbelege. Ja. So viel zu der Geschichte. Also wie gesagt, null Probleme in diesem Jahr. Ist gelaufen wie ein Einser. Und die originale Bereifung, die Schwalbe habe ich tauscht gegen die Maxxis Minion 2926 haben die oben mit diesen besonderen Gummimischungen etc. So. Jetzt natürlich die Frage, was ist so mit so einem Radl nach einem Jahr? Thema Bauanzüge. Wo scheiern die, haben die Probleme gemacht? Muss ich auch sagen, nach einem Jahr sieht man das. Gar nichts. Also wie die verlegt sind und die Kabelführung, die Zugführung hat keine Probleme gemacht, hat einwandfrei funktioniert, da ist überhaupt nichts aufgescheuert, auch nicht beim Rommen, wo es auszukommen, bei der Bremse, total top. Rommenqualität an sich, auch Wahnsinn, also null, keine Lackplatzen, nichts, natürlich wo Steine draufgesaust sind, hat es kratzen und so und auch da vom Treten ein bisschen ein paar Scheuerstellen. Die wickel ich jetzt nach und da und dann gehen wir das ein bisschen durch, was du siehst. Das sind halt die, vielleicht ein bisschen um und wissen sie in den Schatten, ja genau. Da sieht man das ein bisschen, da ist vom Treten angescheuert worden, ist ganz normal. Also nichts Gravierendes, dann so kleine Plätze hat es halt angekriegt, auch nichts Aufregendes. Und wie ihr seht, im Großen und Ganzen, also fertigungsmäßig, wirklich ein Wahnsinn. Tadellos. Genau. Stimmt, was ich vergessen habe, Farbe habe ich geändert. Den habe ich auf einen 35 mm umgebaut und dann Deckel von Riesel drauf. Und genau. Siehst du, wie gesagt, ich würde es wieder nehmen, auch in der Ausstattung. Ich bin damit super zurechtgekommen, es ist alles gegangen. Es war eigentlich ein Bike, ein sorglos Bike, draufsteigen und fahren. Das heißt, auf der Ebene treten, die ganzen Touren einwandfrei gelaufen. Haben aber kein 21er, wie gesagt, dieses Jahr genommen, sondern ein 27,5er, weil man oft im Gelände halt. Also man kommt schon um, man muss dann einfach mehr tun. Und so viel ballern da nicht, deswegen war es 29er dann eigentlich ein bisschen overdressed für die Geschichte. Ja. Man sieht, fällt mir nicht mehr dazu ein, schade, dass es mir nicht gehalten kann. Mir gefällt es echt super, super gut, auch optisch. Das Radl ist sehr gut gelungen mit der Mazuki-Gabel und so. Also wirklich eine coole Sache, gefällt mir ganz, ganz gut so mit den Matten, mit den Glanzrot. Echt super. Die Sattelstützen ist die interne. Von Conway, ebenso der Sattel, habe ich nichts verändert, alles lassen. Ich freue mich schon auf die Bikes von heuer. Was jetzt langsam kam, das kann ich wirklich auch noch filmen, sind die Griffe, die sind jetzt dann langsam durchgescheuert da überall. Also das muss man jetzt dann so wenig fährst du nicht? Nein, so wenig fahren, das ist normal. Mhm. Das kam jetzt einmal, aber es ist echt super zufrieden. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt schauen, wie das Modell heuer ausschaut mit den Teilen, ich habe es nicht mehr im Kopf. Also traut euch ruhig Einsteiger-Bikes nehmen. Ich habe es letztes Jahr probiert einmal, weil wenn man sich ein Topmodell nimmt und sagt, jeder, ja klar, das Topmodell muss es ja heben, aber
auch Bikes im Einsteigersegment, was heben die aus? Und ich habe gesagt, wir haben es echt nicht geschont. Das war jetzt meins. Die Vicky hat das 427er, das hat die ähnliche Ausstattung, nur Fox oben. Also von Fox und die Schaltung war die SLX. Ist auch einwandfrei durchgekommen. Ich mache jetzt da keine Bike-Präsentation mehr, weil das ist schon verpackt. Ebenso keine Probleme, Rahmen, gleiche Fertigungsqualität. Auch gerade in S, wo man sagen muss, ebenso keine Scheuerstellen, weil da kriegen sie oft ein bisschen enger wo raus und so. Hat alles geklappt. Und die normalen Gebrauchsspuren haben sie natürlich ergeben. Also in dem Sinne, wir sind echt froh, dass wir da Konvoi als Unterstützung haben. Mhm. Kann man sich wirklich darauf verlassen, auf die Radl, um das geht es ja uns auch. Und muss man da nicht immer Angst haben, denken, okay, mal das nachgeschaut und so, oder man sich hebt her, da hat man einen Schlag gekriegt, ist da was an. Ich war sehr skeptisch gegenüber Carbon. Jetzt bin ich schon so weit, ich würde sagen, ich darf mir so einen Carbon-Rahmen auch kaufen. Mhm. Also das stresst mich jetzt gar nicht mehr. Das ist echt der Wahnsinn. Und mit der Geo, wie die haben, wirklich eine super Sache. Ja, die Geo ist echt ein Traum für jede Größe. Genau. Perfekt. Sehr gut. Na gut, freut mich, dass ihr es umgeschaut habt. Wenn ihr was wissen wollt, in die Kommentare unten drauf. Genau. Und ja, sehen wir uns dann auf dem Trail. Ich denke, ciao. Ciao.